Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. In dem letzten Part haben wir mit Wilnona gesprochen und der hat uns erzählt, wir sind gar nicht der Mensch aus der Prophezeiung bzw. aus der Legende. Und ja, jetzt mal gucken, was wir jetzt machen. Was ist los? Stimmt etwas nicht? Ach, natürlich! Es geht um das Erdbeben vorhin, stimmt's? Ich hätte mir ja denken können, dass du deswegen genauso besorgt bist wie ich. Simsalas Team ist noch nicht zurückgekehrt. Man sagt, Groudon sei furchtbar stark. Das macht mir Angst. Andererseits ist Simsalas Team aber auch sehr stark. Die packen das schon. Außerdem waren wir damit einverstanden, dass Simsala sich um Groudon kümmert. Uns bleibt also nichts weiter übrig, als uns in Geduld zu üben und zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Lass uns darum als Retterteam unser Allerbestes geben. Wohin genau? Also ich bin Isso und das ist wohin genau? Genau, wohin genau? Wir haben eine Notiz am Infobrett vor der Pedipa-Post angebracht. Genau. Wohin? Wohin genau? Bitte seht doch mal nach. Bitte, bitte, bitte. Genau. Wohin genau? Bitte helft uns. Wir müssen jetzt los. Ist so. Genau. Okay. Was war das denn jetzt? Dieses kleine Pokémon eben. Wie hieß der Junge noch gleich? Isso? Er wollte, dass wir uns das Infobrett voller Pedipa-Post ansehen. Vielleicht stecken die beiden ja in Schwierigkeiten. Und haben deshalb einen Rettungsauftrag am Infobrett ausgehängt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nichts wie auf zur Pedipa-Post. Sehen wir uns das Infobrett an. Okay, Kleiner. Dann machen wir das. So, dann gucken wir mal, was hier so Schönes draufsteht. Infobrett. Tumultwald, ne? Ja. Okay. Auf dem Infobrett steht, er teilt dem Menke eine Lektion. Habt ihr den Auftrag dort ausgehängt? Ja, ist so. Genau. Eine Bande von aggressiven Menki treibt in unserem Wald ihr Unwesen. Die sind völlig außer Rand und Band und machen uns so das Leben schwer. Ganz genau. Wir haben keine Ahnung, was denen über die Leber gelaufen ist. Aber sie sind immer mies drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Genau. Das ist in der Tat ein Problem. Moritz, darum kümmern wir uns. Vielen Dank, wir zählen auf euch. Ist so. Genau. Wohin genau? Okay, Tumultwald. Neuer Dungeon, neues Glück, würde ich sagen. Hopp. Du, 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 du. So. Ich nutze jetzt schon mal direkt. Das, was ich vorhatte, ich wollte nicht immer nur mit einem neuen Pokémon herumlaufen. Deswegen, Adi, sorry, du musst weg. Und jetzt mache ich hier einen Random Counter. Und dann sehen wir, was es geworden ist. Ja, ich habe schon bereits alle Pokémon aufgeschrieben. Und ja, dann mache ich jetzt mal Random. Und es ist Knackleon. Knackleon. Wo ist Knackleon? Da. Knackleon, ist es geworden? Herzlichen Glückwunsch, Knackleon. Ich bin ein Riesenfan. Und dann können wir aufbrechen. Also Feurigo und Enttom bleiben natürlich immer im Team, würde ich sagen. Weil ohne die gibt es das Spiel doch gar nicht. Oh, ein Griffel. Ich will das Griffel haben. Scheiße. Blutzug, okay. Blitzuck. Hier gibt es auf jeden Fall schon sehr, sehr viele neue Pokémon. Levelaufstieg. Palenia, super. Ja, ja, du bist meisterhaft gut. So, hier haben wir Stöcke.
Oh, ich liebe diesen Soundtrack. Mann, ey. Aber ich liebe eh alles an dem Spiel. Wieso gibt es hier so viele Items? Muss ich gleich mal hier begutachten. Boah, Sternschauer. Griffel, komm, komm in mein Team bitte. Komm. Komm, Kleiner. Komm. Nein. Ach, Mann, ey. Super Knackleon. Bis 2 Minuten im Team schon Level up. Oh Gott, Monsterraum. Ja gut, ne? Ich gehe mal hier hin. Ich hoffe, wir schaffen das. Also Monsterräume gibt es also tatsächlich. Oh Gott. Ich habe keine Belebersamen mit, Leute. Jetzt habe ich ein Problem. Oder haben wir schon eine Sinnelbeere? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die gleich alle hier tot. Kacke. Daneben. Hilfe. Palenia. Okay. Ja gut, ne? Da können wir gleich nochmal reingehen. Alles verloren. Knackleon. Du schaffst das. Dampfwalze. Ach, Dampfwalze. Oh Gott, Dampfwalze hat er. Junge, Junge. Supi. Habe ich ja gedrückt? Ich hoffe nicht. Nee, ich will niemanden retten. Nein, 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 nein. Hoffnung auf Rettung aufgeben. Ja. Oh, das war jetzt aber ganz schöner Fail, ey. Also im Monsterräumen muss ich wieder rausgehen. Auch wenn da sehr, sehr viele Items waren. Okay. Ich habe nämlich noch keine Attacke für solche Dinger. Damals Pokémon Zeit, da hatte ich glaube ich mal Pikachu im Team. Was ich nicht so toll fand. Aber der hatte Ladungsstoß. Das war ziemlich praktisch. Und da hatte ich Zumpex im Team. Das hat ihm dann keinen Schaden gemacht. Das wäre natürlich dann mega praktisch, ne? So, nochmal Tumultwald. Aufbrechen. U1. Oh, da haben wir schon direkt einen Blutzug. Komm, Blutzug. Ab in mein Team. Okay, dann nicht. Dann nicht. Wer nicht will, der hat schon, ne? Na, weitergehen. Ich glaube, das mit den Kastanien war doch hier. Ich glaube, die Mankeys, die waren irgendwie sauer wegen Kastanien. Oh Gott, der macht ja Schaden. Oh mein Gott, mach den weg, Anton. Puh. Fast schon wieder tot, ey. So, gut. Und Knackleon, aua. Ach, er macht mir damit keinen Schaden. Das finde ich natürlich mega gut. Oh, Griffi. Griffel, kommst du nicht in mein Team? Oh Gott. Lass mal Knackleon in Ruhe. Du böses Ding. Hier kommt irgendwas. Blutzug, okay. Oh, verfehlt, scheiße. Aber egal, haben wir unter Kontrolle. 40, nice. Und Knackleon ist anscheinend vergiftet. Und tot. Super. Oh Gott, das fängt ja... Oh, Samurze. Ich will das Samurze haben. Och man, lass es doch. Anton, wehe. Das ist mein Samurze. Du kleines Kackviech, Anton. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Palenia, ich hasse dich. So, und so kannst du nicht angreifen. Ha, da habe ich sie gegeben. Nee, nee, Anton. Nicht die Spur wechseln. Oh, du raubst mir meine Chancen. Aber erst hole ich mir das Geld. Ich habe gar nicht gelesen, wie viel Geld ich jetzt hier bekomme. Ach, steht auch nicht mehr im Chat. Oh, Mankey. Hallo, Mankey. Kommst du in mein Team? Hm? Ja? Ja? Komm, komm. Komm, och Mann. Niemand will mein... Ah, hier. Kastanie. Die gibt's tatsächlich hier. Das ist ja was. Den lassen wir mal. Der ist nämlich zu weit weg. Oh, Roselia. Aua. Das tat weh. Aber wir machen natürlich Flammenrad.
und hoffen, dass Anton mal nicht angreift. Ach ne, jetzt schlafe ich. Anton greife an. Jetzt darfst du angreifen. Das ist meine Erlaubnis. Oh, Samuzi. Aber Samuzi ist leider weg. Wieso darf ich hier niemanden besiegen? Was ist das da? Ein schlafendes Pokémon da oben, links? Wird mir das angezeigt? Ach nee, ach, das ist Kecleon. Das ist nur Kecleon. Oh, da sind sie ja schon. Das ging schnell. Hä? Was wollt ihr denn? Wir wollen hier ja echt nicht rumprallen. Aber wir sind in 0,0 auf 180. Und so richtig bringt es uns ins Rage, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Ey, geht's noch? Was guckst du so blöd? Wohl auf Strand gebürstet wie? Boah, ey, das sehe ich echt dort. Massenraserei, die Dummbeutel machen uns zum letzten Mal wütend. Alter, wie, was? Ich sag jetzt nicht, dass das ein bisschen komisch aussah gerade. Sammelbox, wir schmeißen mal. Ah ne, wir können das hier schleudern. Werfen. Perfekt. What the fuck? Er hat seinen Teampartner einfach geopfert. Das fand ich schon lustig. Außer, dass die Kratzpore hier können. Das tut echt weh. Da muss ich ja gleich tatsächlich noch hier Belebersamen mitnehmen oder was? Alter. Was seid ihr hier für Kinder? Ja, mach mal Knack, Leon. Gut, so komm. Ach, boah, Alter. Mengi hält richtig viel aus. Richtig viel. Oh, 65. Hallo, es reicht einfach nicht. Was ist das denn für einer? Aua. Ja. Warte, wie ging das nochmal? Attacke. Ich brauche A. A. Hallo. Okay. Nein. Oh Mann. Okay, ich brauche Belebersamen, Leute. Ich brauche Belebersamen in meinem Beutel. Ja, hallo Feurige, hast du gut gemacht, ne? Ja. Genau, Alter. Gestern war echt ein Reinfall. Das machen wir nie wieder. Nie wieder. Jetzt holen wir uns erstmal hier ordentliche Samen. Abholen. Äpfel, ja, brauchen wir nicht wirklich. Da haben wir eine. Achso, warte. Wir nehmen. Nee. Wir nehmen 6 mit. Dankeschön. Oh. Lol. What the fuck? Was ist da denn jetzt passiert? Hey, das Futter von Manfaxo sein. Zurückgeben. Na gut. Und jetzt gibt Manfaxo den Apfel zurück. Echt? Du gibst Manfaxo echt Futter zurück? Schnief. Manfaxo fühlen sich ganz komisch. Du ehrlich und nett sein. Manfaxo dich mögen. Manfaxo dir wohl danken. Du hast das alte Mampfgürtel erhalten. Okay. Heißt das jetzt, ich kann jetzt mehr essen oder was? Finde ich ja super. Erhöht den Angriff seines Trägers, sein Magen leert sich jedoch schnell. Nee, danke. Und wer bist du jetzt? Du gut zu meinem Faxo. Okay. Kann ich dich nochmal ansprechen? Nee. Wohin gehst du denn? Du bist aber neu. Ich verfolge dich mal heimlich. Hä? Wohin geht er denn? Er geht zu mir? Wo ist er? Wo ist er hin? Leute, hier ist kein Manfaxo. Ist er in meinem Haus drin? Ne, hier ist keiner. Okay, interessant, Manfaxo.
Aber ich werde dich finden. Irgendwann. So, Tumult war ich. Aufbrechen. Knackleon ist eigentlich nicht die besonders gute Wahl für einen Wald. Aber bis zum Dings hier haben wir es ja eigentlich geschafft. Hier schnell rein. Dann gehen wir über den Shop. Klingensturm. Okay. Will mich Blanas eigentlich verarschen? Blanas, Junge, ey, was ist mit dir falsch? Boah, jetzt. Oh, komm bitte weg mit dem. Danke. Alter Klingensturm, aua. Anton, das wird hier was, ey. Das wird hier eine Schande. Das sag ich dir aber, glaube ich. Oh. Wir gehen oben her, oder? Griffel, ich möchte dich in meinem Team haben. Komm bitte. Sandwebel daneben, super. Okay. Komm, einer wird doch wohl in mein Team kommen, oder? Oder? Herr Griffel. Komm, Griffel. Och man, Anton. Alter, Anton, ne? Ich stech dich bald ab. Nein, Spaß. Aber du nervst mich, Anton. Sehr. Ach, schon wieder keiner. Komm her, wer ist da noch? Samwurzel, komm, wenigstens du. Komm. Nein? Alter, was ist mit dem Pokémon hier falsch? Die wollen sich nicht anschließen. Ich brauche doch Hilfe gegen Mankey. Alleine schaffe ich das doch gar nicht. Mann, das ist echt traurig. So, wer kommt hier? Ein Samwurzel, komm. Anton, Ruhe. Energieball, Alter. Schwede, ey. Nee, der möchte auch nicht. Mann, ihr seid alle gemein, wisst ihr das? So, welches Item gibt's hier? Nee, Ether brauche ich nicht. So, schnell weg hier. Oh, Ladybar. Haben wir einen Apfel? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wir können natürlich da unten mal eben gucken. Anton. Anton? Daneben. Ach man, ey. Das ist echt belastend hier. Ja, ja. Mach du Härtner. Der greift dann an. Dann kann ich nämlich abstauben. Das ist jetzt mein Plan hier. So, habe ich gut abgestaubt? Nee, habe ich nicht. Kacke. Oh, habe ich vielleicht. Ah, habe ich nicht. Ah, doch. Komm. Scheiße. Ach man, Anton. Hallo Ladybar, aber eigentlich, ne, möchte ich dich gar nicht haben. Aber ich hab keinen Apfel mit, dann hat sich das wohl erledigt. Gehen wir mal hoch. Oh, hallo Samurzi. So, Flammenrad. Biss. Geduld, super. Und jetzt kommen wir mal ein Team. Ja. Oh, zumindest einen. Guck mal, den können wir sogar mit nach Hause nehmen. Supi. So, Kastanie eingesammelt. Hier unten ist auch noch ein Raum. Da ist die Treppe. Blanas. Ruhe da. Aua. Schnell weg hier. Ja, ich will weitergehen. Weitergehen. Oh, da sind sie schon. Hä? Was wollt ihr? Achso, das haben wir ja schon gelesen. Boah, ey, Massenraserei. Okay. Sammelbox. Kleinkiesel werfen. Bam. Er macht Synthese, ich raste aus. Okay, wir kümmern uns erst um den hier. Dampfwalze, perfekt. Er ist serviert. Aua. Junge, Junge.
Das haben wir leider nicht. Dann. Hier, Angriff, Blut. Geowurf, ey, Alter. Könnt ihr mal bitte meinen. Oh, ich weiß nicht. Samurze, ich muss dich später holen, ja? Das ist nämlich sonst sehr schlecht. So. Perfekt, zweimal angegriffen. Der macht Konfusion. Oh, bitte. Scheiße. Scheiße. Anton, das machst du. Komm. Komm, er dürfte nicht mehr viel da haben. So, Belebersame. Mini-Belebersame. Fußkick, aua, das tut natürlich weh. Palenia ist auch weg. Mini-Belebersame. Mann, eigentlich müssen wir uns erst um den Linken da kümmern. Weil der ist ja fast weg. Ja, gut gemacht. Gut, sehr gut. Knack, Leon. Komm, der muss auch noch weg hier. Weg mit dir, Mankey. Oh gut. Knack, Leon, vorsichtig. Vorsichtig. Super. Sehr gut. Ah, das hat weh. Also Kratzfurie und so ist hier ziemlich OP, finde ich. Ne? So, Dampfwalze, gut. Fußkick tut natürlich auch wieder weh. Aber komm. Komm, Mankey. Du willst ja auch nicht mehr. Du gib. Komm, gib auf. Gib einfach auf. Gib einfach auf, habe ich gesagt. Danke. Da gab's ordentlich was auf die Mütze für uns. Oh, das war's nun. Ich dachte, da kommt jetzt ein längeres Gespräch mit denen. Wie versprochen haben wir diesen Mankey mal gezeigt, wo es lang geht. Ich hoffe, sie haben ihre Lektion gelernt und halten jetzt mal schön die Füße still. Vielen Dank euch, ist wirklich so. Genau. Ja, wir sind unendlich dankbar. Hier ist unser Dankeschön. Eine geschälte Kastanie. Okay. Das ist eine geschälte Kastanie. Ja, ist so. Eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld. Ist leider so. Genau. Deshalb können wir euch zur Belohnung auch nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Geschälte Kastanien sind köstlich. Sie sind geradezu meine Leibspeise. Hahaha. Etwas Geld wäre zwar auch nett gewesen, aber was soll's. Hey, ihr da! Oh nein, diese nervigen Mankey schon wieder. Hä? Sind uns diese Hitzköpfe etwa bis hierher gefolgt? Die wollen bestimmt rächen. Sie wollen sich bestimmt rächen, weil wir sie vermöbelt haben. Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mehr nicht. Mit uns legt man sich nicht ungestraft an. Diesmal verarbeiten wir euch zu Kleinholz. Wir werden euch regelrecht zermahlen. Massenraserei, auf sie mit Gebrüll. Hey, Augenblick. Seht euch das mal an. Eine Kastanie? Das ist eine geschälte Kastanie. Bitte? Tasche, 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 Tasche. Flister, Flister. Flister. Was flüstern die denn da? Sieht ganz so aus, als würden sie irgendwas besprechen. Genau. Was soll das werden, wenn's fertig ist? Hört mal. Ihr habt da etwas, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Und warum besorgt ihr euch dann nicht einfach eine selbst? Einfach selbst welche? Naja, Kastanien haben doch immer so eine stachelige Schale, stimmt's? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, stechen wir uns immer. Hier, und dann platzt uns natürlich sofort der Kragen. Deswegen fragen wir euch ja, ob wir die geschälte Kastanie haben können. Wir tun auch alles, was ihr wollt. Tun auch alles, was ihr wollt. Was meinst du, Moritz? Sollen wir dem Mankey unsere... Na gut. Da fällt mir was ein. Hey, ihr, wie sieht es mit etwas körperlicher Arbeit aus?
körperliche Arbeit, sowas wie Kram rumschleppen? Naja, Muckis haben wir zwar, aber Arbeit geht uns gegen den Strich. Aber immerhin geht es um eine geschälte Kastanie. In Ordnung, hier ist mein Plan. Wir wollen unsere Basis umbauen, damit sie etwas mehr hermacht. Basis? Ja, genau. Die Basis für unser Retterteam. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch diese geschälten Kastanien. Nun, was sagt ihr dazu? Tasche, Tasche, Tasche. Okay, wir nehmen das Angebot an. Wirklich? Ihr werdet uns also helfen? Ja, überlasst das nur uns. Wir schleppen das Baumaterial her und modeln, ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte, da wird nicht lang gefackelt. Im Gegenzug, gibt ihr uns die geschälte Kastanie? Ja, ich helfe auch mit. Dank meinen Seidenfäden können wir alles zusammenkleben. Ja, ich will auch helfen, ist so. Genau. Ich habe irgendwie ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ihr wisst schon, weil wir euch nur eine lumpige, geschälte Kastanie geben konnten. Genau. Schnief, ich danke euch allen. Okay, packen wir es an. Okay, 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 okay. Okay. Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Retterteams Entenfeuer von Moritz. Einige Tage später. Wahnsinn, das geht da echt schnell voran mit unserer Basis. Genau, wir stehen in eurer Schuld. Genau. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt immer noch eine ganze Menge zu erledigen. Genau. Ja, das stimmt. Jetzt nicht nachlassen. Bald ist es geschafft. Also los, Mankey, spucken wir in die Hände. Nanu? Da drüben. Was ist denn los? Wir müssen weiterarbeiten. Kein Bock mehr. Was? Das ist so stinklangweilig und monoton. Wie soll man das denn aushalten? Ja genau, das macht keinen Spaß mehr. So eine geschälte Kastanie könnte uns die Arbeit wieder schmackhaft machen. Was soll das heißen? Unser Akku ist leer, wir brauchen eine geschälte Kastanie zur Motivation. Moritz, wir haben ein Problem. Die Menki arbeiten wohl erst dann weiter, wenn sie eine geschälte Kastanie erhalten. Wir müssen also eine weitere geschälte Kastanie für die Menki finden. Wo gibt es die denn? Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Moritz. Wollen wir die Menki eine geschälte Kastanie? Gibt es in Tumultwald? Ja, ich weiß, dass es die dort gibt. Hab, glaube ich, noch eine. Und habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Ja? Oh, eine Kastanie. Wir wollen eine geschälte Kastanie. Los, gib sie her. Hier bitte. Oh, geschälte Kastanie und übergibt sie Mankey. Oh, oh, eine geschälte Kastanie. Also los, ihr Faulpelze. Was steht ihr da so rum? Na los, kommt endlich in die Gänge. Wir werden die Basis im Handumdrehen renoviert haben. Wir schleppen das Baumaterial her und modeln zurück, zog das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte. Oh, da wird nicht lang gefackelt. Ja. Und so setzen die Menki nach dem Verzehr eine weitere geschälte Kastanie. Die Renovierungsarbeiten an der Basis voller Tatendrang fort. Und wie man weiß aus jedem Spiel, sind alle Dinge drei. Deswegen müssen wir wahrscheinlich noch eine suchen. Näherten sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende. Haben wir noch eine zufälligerweise? Ich weiß es nicht. Und habt ihr uns alle geschenkt? Was? Ihr habt keinen dabei? Okay, dann muss ich erstmal welche suchen. Enter und komm mit. Wir müssen suchen. Im Tumultchen. So, dann können wir. Oh ne. Hast du jetzt nicht gespeichert oder was? Okay, dann nehme ich dich einfach. Dann bye bye, Knackli und sorry. Habe jetzt keine Lust, immer das Team zu ändern. Ich dachte, das wird dann automatisch gespeichert. Hallo Griffel, kommst du bitte in mein Team? Ich möchte dich, wirklich. Wirklich. Okay, dann nicht. Das hier war schon mal keine Kastanie. Oh Gott, der kann diesen komischen Kettenwind da machen. Härtner ist in Ordnung. Oh Gott, da unten ist ja noch ein Blanas. Okay, habt ihr es? Super. So.
Gibt's hier Kastanien, Schatzi? Nein, okay. Kekleon, du bringst mal wieder nichts. Nichts, nichts, nichts. Da haben wir Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Ah, super, ich kann Griffel alleine angreifen. Super, das ist gut. Sehr gut. Sternschauer, ja, ja, mach ruhig. Und jetzt kommen wir in mein Team. Mann, irgendwie kommen die nie in mein Team. Och nee, nicht Paralyse. Okay, okay. Enton, greif an. Gut gemacht. Oh nee, ich habe nicht aufgepasst, ich bin tot. Och Mann, ey. Ich bin auch irgendwie dumm heute. Ja, 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 komm hier. Ruhe. So. Ach nee, da kommt noch ein Viech. Ein Griffi. Ein Griffel. Ich möchte dich immer noch im Team haben. Aber du willst ja nie ins Team kommen. Doch. Oh mein Gott, Leute. Endlich habe ich Griffel. Perfekt. Ja. Auf jeden Fall kommt das mit. Oh, cool. Ah, super. Jetzt bin ich glücklich. Ach, mein Elixier oder Äther. Und jetzt hoffen wir mal, dass hier unten eine Kastanie ist. Nee, ist sie nicht. Dann hoffe ich, dass wir noch eine finden werden. Sonst sieht es ganz, ganz schlecht aus. Och, nee. Dein Ernst oder was? Ist ja hier auch wieder ein Witz hier. Kackfallen. So, Smogmog. Oh, cool, aber ich habe keinen Apfel. Deswegen tut es mir dann auch ein bisschen leid. Ja, Anton, mach du das. Genau, Anton. Oder, habe ich was? Nee, habe ich nicht. Tut mir leid, Smogmog. Da kann ich nichts machen. Ich habe leider nichts. Ach, mein Gott, ey. Ist ja auch wieder so ein kleiner Witz. Ich hoffe, ihr schafft es alleine. Vor allem Griffel, ich schaffe, du schaffst es, ja? Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. So. Oh nee, die kämpfen. Die kämpfen. Oh gut, habt ihr geschafft. Perfekt. Hallo Leute, da seid ihr ja wieder. Wir sind nur noch zu dritt. Wo ist Griffel? Leute, oh nee. Ist Griffel tot? Ah nee, Griffel ist glaube ich hinter uns. Ach, da ist eine Kastanie. Perfekt. Ja, ja, mach du mal Energieball. Ich mache hier Flammenrad. Super. Nee, können wir nicht helfen. Sorry. Sorry, not sorry. Oh, hallo Samuzu. Okay, es ist verwirrt. Nee, Leute, kommt. Ach man, dann greift halt an, Anton, ey. So, da kommt noch eins. Hab natürlich verfehlt. Wachstum, okay. Und ich mach den Rest. Gut. Oh. Sehr belastend. Aber schafft ihr. Sehr gut. Oh ne, hier ist ein Mankey. Bezierzer. Okay, aua. Es ist weg. Die hauen da ab. Hier haben wir einen Apfel. Oh, oh, komm her, Griffel. Achso, ihr seid es. Okay. Oh, perfekt, noch eine Kastanie. Sammle jetzt einfach schon ein bisschen im Voraus. Aua. Oh Gott, da hatte ich kurz Angst, dass ich das nicht packen werde. Oh, noch ein Mankey. Besiegt, okay. Es hat ein Item gedroppt. Samen, toll. Achso, das war bestimmt die Belebersame. So, den Dungeon hätten wir.
Super. Regenbogen, Gummi und Giraffi. Yeah. Ja, natürlich. Griffe ist mega cool. Nee. So, genau. Mach mal Feierabend. Am nächsten Morgen. Und? Hallo, Menkies. Oh. Menki, hallo. Guck mal, was ich für euch Leckeres habe. Und zwar eine geschälte Kastanie. Hier, bitte. Oh, eine geschälte Kastanie. Also los, ihr Faulpelze, wir schaffen das. Wir werden die Basis im Handumdrehen fertig haben. Wir sind nämlich von der Stellensorte, weißt du? Wir fackeln nicht lang. Setzen die Menki nach dem Verzehr eine weiter, bla 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 bla. Genau, bald schon. Okay, ich glaube, wir müssen noch eine. Guck mal, ich habe hier noch eine Kastanie. Was? Echt? Ja? Oh, ja, eine Kastanie. Hier, bitte. Oh, weißt du, wir sind nämlich von der Stellensorte. Ne? Wir lassen... Wie hieß der Spruch da? Ich habe schon wieder vergessen. Es wird nicht lange gefackelt. So, fertig. Und endlich war die Basis fertig. Oh, süß! Oh Gott, das sieht irgendwie komisch aus. Aber in Ordnung. Also früher hatte nicht jedes Pokémon seine eigene Basis, sondern immer nur so Feuertyp, Wassertyp und sowas. Und deswegen ist das hier schon ziemlich cool. Oh, endlich ist der Tag gekommen. Moritz, endlich ist es vollbracht. Die Basis von Team Entenfeuer. Wow, total cool. Fast schon so cool, um wahr zu sein. Und die Ähnlichkeit des Designs mit dir setzt dem Ganzen das Sahnehäubchen auf. Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet. Das war wirklich anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Genau. Schnief, ich danke euch allen. Hört mal, ich möchte euch was fragen. Jetzt, wo die Retterteam-Basis fertig ist, bedeutet das dann, dass wir keine gestellten Kastanien mehr bekommen? Hahaha, ihr stellt vielleicht Fragen. Das liegt doch auf der Hand, oder? Schließlich muss er jetzt nicht mehr an der Basis herumgebaut werden. Vielen Dank für alles, liebe Menki. Massenraserei! Ah! Was ist jetzt kaputt? Ah! Ah, die machen kaputt! Kaputt, die Kip! Hey, dick die nur ganz sauber! Mit vereinten Kräften gelang es, die wild gewordene Menki zu stoppen und die Basis vor größerem Schaden zu bewahren. Die Menki schlugen nach dem Erhalt weiter Kastanien milder Töne an und kehrten rasch in den Wald zurück. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis doch noch ein versöhnliches Ende nahm. Ich möchte sie jetzt gerne von innen sehen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die so auch schon vorher aussah. Deswegen gehe ich einfach raus und sage, wow, schön. Oh, der Briefkasten ist ja cool. Das ist ja wie Igelaba. Das ist geil. Der Briefkasten ist echt cool. Und Entenfeuer passt auch perfekt zu der Flagge. Auch am nächsten Tag sieht die Basis immer noch so genial aus wie tags zuvor. Sie wirkt sich auch auf die Stimmung aus. Irgendwie bin ich richtig beschwingt. Hängen wir uns auch heute wieder richtig rein in unsere Arbeit als Retterteam. Das ist echt cool, wirklich. Pokémon-Zeitung, Extrablatt 1. Moritz unschuldig, Teil 1. Moritz traf Vulnona auf dem Klierberg. Vulnona bezeugte, dass Moritz nicht der Mensch aus der Legende ist. Gengers Behauptungen haben sich somit als böswillige Lügen herausgestellt. Gengers empörten Kommentar dazu. Neue Bodenfelder? Oh, interessant. Pokémon-Zeitung, Extrablatt 2. Moritz unschuldig, Teil 2. Lurak äußerte sich vor Ort zu den Ereignissen wie folgt. Das dachte ich mir von Anfang an. Hahaha. Despotar fügte hinzu. Dieser Schurke Gengar, so kommt er uns nicht davon. Das hat noch ein Nachspiel.
Okay, sehr, sehr interessant. Aber ich muss sagen, ne, der Briefkasten finde ich am coolsten. Und ich habe ein Loch im Kopf. sieht schon cool aus, ja. Gefällt mir sehr. Das gefällt mir wirklich sehr. So, dann schauen wir noch eben beim Infobrett vorbei. Und dann würde ich sagen, können wir den Part auch beenden oder wir machen vielleicht noch einen Dungeon. Wir gucken mal. Seltsame Höhle. Och, wollte ich die noch mitnehmen? Egal, ich nehme die jetzt mit. Ich nehme die jetzt mit. Okay, komm, einen Dungeon machen wir noch. Welchen machen wir denn? Donnerberg hätten wir 6, da machen wir den Donnerberg. Oder Riesenschlucht. Oder Stillkampf. Wir machen Stillkampf. So. Hätte nämlich gerne das Shiny dort. Das Shiny. Stillkampf U1. Hier ist kein Shiny. Das brauchen wir auch nicht, glaube ich. Tja, die Ursa haben wir nämlich schon. Bin sie, hallo. Du bist da oben. Okay, dann gehen wir hier erstmal hier unten her. Hier ist die Treppe. Oh, Pudox. Ist natürlich cool, aber wenn du es eh schon tötest, dann bringt mir das gar nichts. Ja, Aquaknarre. Also, dem werde ich seine Aquawelle erstmal noch rauskriegen. Alter, das ist ja einfach. Komm, Binsir, du darfst schon mal gehen. Und als ob du hier nichts alleine schaffst. Du bist ein Pinsir. Mann. Nein, möchte ich nicht. Danke. So, Enter, und das schaffst du, ne? Ich wusste es. Dass du das hinkriegst. Bist doch schon groß und stark. Stärker als... ja, andere Wesen. Tauros, okay. Das ist da oben. Ja, Loot, komm, weg mit dir. Super. Hallo, Tauros. Ich hab Angst, ich bin ein Tauros. Ich bin so schwach. Ich hab Angst vor einem Pudox. Ja, okay. Ich kann dich verstehen. Manche mögen halt keine Insekten. Oh. Okay, Teddy Ursa, weg mit dir. Okay, doch nicht weg mit dir. Aber er ist doch weg. Vor allem, wenn Palenya ohne Link-Attacken oder sowas, ja, zweimal angreifen darf. Ja. Oh nein. Anton, nein. Ach, Mann, ey, ich hasse. Also, ne? Ich hasse diese Attacke. Die muss ich dir irgendwann mal wegmachen. Die nervt mich ja richtig. Nee, hallo, lass. Anton, lass. Oh gut, ein Glück verfehlt. Komm, Horn Leo, in mein Team. Ich hab dich nämlich, glaube ich, noch nicht. Super. Noch nicht in Camps verfügbar. Okay, perfekt. Ja, mach mal. So, hallo, Horn Leo 2. Wie geht's dir? Wie geht's ihnen? Okay, sie sind wohl nicht mehr sprachfähig? Sprachfähig. Weberg. Weberg ist da unten. Okay. Quapsi. Dumm. Quapsi, ich hätte dich gerne in mein Team. Aber Anton ist leider blöd. Anton ist echt blöd. Och ne, jetzt bin ich verwirrt. Okay, geht aber. Es hat relativ gut funktioniert. Hallo Pudix. Und Loot. Hallo Weberg. Ich hab dich gerettet, deswegen drehe ich mich einmal im Kreis. Yeah. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Macht das immer? So.
Na, unerleben. Nein, möchte ich natürlich nicht. Oh, Copsy. Ja, ja, mach du das da. Ich mache jetzt hier Loot. Ach, Mann. Also links ist auf jeden Fall noch ein Raum. Hier oben auch, okay. Da oben bestimmt auch noch. Und hier aber, hier auch noch. Es gibt hier viel zu viele Räume und zu wenig Wege, finde ich. So, was haben wir hier? Da haben wir nur das. So, ich möchte einmal vor, danke. Und natürlich im letzten Raum. Hier ist also keiner. Okay. Achso, da ist ein Gegner. Den habe ich nicht gesehen, Leute. Items. Als ob ich Pudok schon One-Hit gemacht habe. Oh, Yanma. Cool. Meiner. Komm, komm in mein Team. Mann. Ey. Die sind hier alle gemein zu mir. Die wollen alle nicht in meinem Team. Was habe ich denen denn angetan? Ich kann mich an nichts Böses erinnern. Oh, hi, Kropsel. Guck mal, wir machen jetzt mal hier einen Zweierkampf. Ach, okay, dann nicht. Kack, Anton, ey. Ich hasse dich, Anton, ne? Du kleines Drecksviech. Ne. Das ist echt... echt traurig. Wirklich traurig. Das macht mich auch echt sad. Mann. Hallo Porenta. Wie geht's dir? Ach Mann, du konntest noch nicht mal antworten. Und das nur wegen Anton. So, da haben wir ein paar. Ah, unter uns ist dann auch die Treppe. Gut zu wissen. Hallo Quapsel. So, ich bleib jetzt hier stehen, Quapsel, ja? Weil ich will nicht, dass die anderen sich einmischen. Zwischen unserem Zweierkampf hier. Oh nein. Der kommt jetzt echt hier mit Hypnose an. Was war das denn jetzt hier? Gut. Nicht in mein Team. Ach man, ey. So, Blut. Na, Anton, warst du dran? Ich glaube nicht. Du kleines Dings. Bums. Ist ja echt unerhört, ne? Was sich dieser Anton hier leistet. Palenia, hör mal auf, bitte. Ach, jetzt muss ich nur das Item suchen, oder was? Och, alter Schwede, ey. Hier, weg mit dir. Hier haben wir es, glaube ich, ja. So, bitteschön. Hier. Yeah, danke. Ja, kein Ding. Tatsächlich, er dreht sich immer. Okay. Ist mir nie aufgefallen. So, war's das? Ah, ne, gibt noch. Okay, gibt noch. So, ich gehe jetzt hier mit Anton. In der Hoffnung, dass ich ein Dingsy bekomme. Ein Quapsy. Aber die hauen irgendwie schon wieder alle vor mir ab. Und kämpfen lieber alleine. Okay. Hallo Rabautz, ich hab dich. Ich hab dich gefunden. Super. Ja, möchte ich. Oh, das war doch wieder ein erfolgreicher Tag. Hallo, ja. Ich bin schon wieder müde, obwohl wir es gerade erst 10.22 Uhr haben. Ja, möchte ich. Nee, kein Spitzname. Danke für deine Hilfe. Hier, bitte deine Belohnung. Offensiv, Bandana. 60, okay. Hallo, Weberg. Belebersame. Oh, danke schön. Danke, danke. Hallo, Paras. Oh, Regenbogengummi. Danke, danke. Hallo Taurus. Calcium, aha, danke.
Man muss sich immer bedanken, Leute. Hallo Dummiese und Rabaus. Wow, das fand ich jetzt nicht so toll, aber trotzdem danke. Oh, das war schon. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also bis morgen dann. Am nächsten Morgen. Okay, Leute. Das war's mit Pokémon Mystery Dungeon für heute. Rechts ist die Playlist, links zum neuesten Video. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.